Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wendt noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wendt mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee. Wieso behaupten sie, ein Angriff Wendt sei unwahrscheinlich? Wendt hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Wenn das so ist, warum sagen sie das nicht dem Führer? Sind denn hier alle verrückt geworden? Glauben sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit sie es wissen, ich auch nicht.